Hallo liebe Whisky-Freunde, willkommen hier auf meinem Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute öffne ich mit euch die viel diskutierte Flasche aus einer der berühmtesten Destillerien Schottlands aus dem Hause Glenfiddich, und zwar Experimental Serie Nummer 3 Winter Storm, und hier dieses Mal schon das Batch Nummer 2. Ja, und für alle, die sich nur für den Whisky interessieren und vielleicht noch gar nicht so oftmals bei mir reingeschaut haben, schaut mal bitte unter dem Video in den Kommentar, nicht im Kommentar, aber in der Beschreibung, wann es dann direkt zum Whisky geht. Denn es ist eigentlich verwunderlich, es ist mein erstes Video zum Hause Glenfiddich, und wie üblich werde ich da ein bisschen was zur Geschichte erzählen, auch zur Geschichte der, wie es zu dem Experimental Nummer 3 kam. Und es kann also, ich will es vorher gleich sagen, ein bisschen länger werden, aber Whisky ist Genuss und keine Hektik. Genauso lang gelagert sollte man sich ja auch Zeit nehmen, erstmal den zu genießen. Sekunden im Mund, also diese Eselsbrücken, die es gibt. Ne? Also einen 21-jährigen Whisky kann ich hier nicht in 5 bis 10 Minuten abarbeiten. Seht mir das nach oder schaltet um. Ja, allen anderen wünsche ich viel Spaß und mir natürlich auch. Was gibt es zu dieser Flasche erstmal zu sagen? Die Flasche hätte ich mir fast selbst gar nicht gekauft, denn beim Batch 1 gingen schon die Meinungen sehr stark auseinander. Das Batch 1 kam im Jahre 2017 raus, ich sag mal jetzt im Oktober, November. Irgendwie zur Interwhisky wurde er vorgestellt. Interwhisky ist ja immer im November in Frankfurt. Und da wurde er vorgestellt. Dann gab es unterschiedliche Auskünfte, dass vielleicht gar keine Flaschen nach Deutschland kommen und dann eben wie ganz wenige. Und es war klar, es kommt irgendwie im Batch 2 noch raus. Ja, und begeisterte Zuschauer meines Kanals haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass man doch vielleicht davon mal einen Whisky drehen könnte. Und damit es, da bedanke ich mich ganz sehr, damit es nicht beim Geld bei mir hängen bleibt, gibt natürlich auch Sammler, die dann diese wunderschöne Flasche dann haben wollen, aber nicht unbedingt die ganze Flasche. Ist es also so, dass also die Flasche und 10 oder 20 cl, was halt noch drin bleibt, ich werde das natürlich ausmessen, ganz klar, zu einem Abonnenten meines Kanals gehen, der mich also animiert hat, diese Flaschen zu kaufen. Ich habe mittlerweile jetzt 3 Stück geordert, weil ich noch andere Interessenten habe, die auch ein Sample wollen und die ganze Flasche. Und ich habe glücklicherweise die 3 relativ günstig bekommen. Also so circa, ich sage jetzt mal 20% unter dem, was beim führenden Online-Händler aufgerufen wird dafür. Ja, ich werde diesen Abonnenten nicht namentlich erwähnen, weil ich es mit ihm nicht abgesprochen habe, aber ich bedanke mich nochmal sehr dafür, erstmal für den Hinweis und für die Animation, auch wie gesagt, alle anderen Abonnenten kriege ich ja immer mal Hinweise, was ich noch für Videos drehen könnte. Ich komme manchmal gar nicht hinterher, aber ihr seht vielleicht, die Woche kam sehr viel Neues. Hier hinten, vielleicht kann es einer erkennen, ein neuer Wolfburn. Ob ich den jetzt hier drehe oder mit jemand anders, weiß ich nicht, weil das wieder so spezielle Flaschen sind. Da musst du relativ schnell reagieren und musst die, also die ist für jemanden besorgt, also ist nicht meine. Ne? Ja, aber dann seht ihr ja, dann kam die Woche auch wieder neu, die neue Serie von Aaron, Brodick Bay, und der scheint, ich habe da also von einem Schweizer Whisky-Freund, der hat den also schon länger probieren können, der hat gesagt, diesmal der ist der hammermäßig gut. Sherry fast gereift, Videos kommen. Dann habe ich in Schmurrin, da hat auch schon mal einer angemeldet, hier, der probiert doch mal den Madeira, wenn was übrig ist, ich nehme die halbe Flasche. Also das ist wunderbar. Die Flaschen sind jetzt alles da. Ich werde also demnächst wieder intensiver drehen. Und ja, Glenfiddich habe ich bisher noch nichts gedreht. Ich habe jetzt nur mal als Vertretung, ich kenne natürlich Glenfiddich, ganz klar, mal einen 18-Jährigen einfach mit hergestellt. Und in der Vorbereitung von dem Video
war es ja so, dass ich geschaut habe, ich habe ja Glenfiddich auch schon besucht, aber ich habe kein T-Shirt von Glenfiddich. Das lange gesucht, aber was schön ist, von Glenfiddich habe ich wunderbar und die passen auch sehr gut dazu. Mit Goldschrift solche Gläser und das sind auch von der Qualität her gute Gläser. Auf so einer Fassdaube, die ist extra ausgespart dafür. Also es ist eine wunderbare Geschichte, sehr, sag mal, was fürs Auge, wenn man es hinstellt, für die Optik. Ja, und was wollte ich denn noch sagen, was zur Geschichte? Aber ich muss mal sagen, Vorbereitung. Ich habe jetzt auch mal die Vorbereitung so gemacht, wie es mein Freund Manuel mir gesagt hat, wie es eigentlich sein Bruder, der heißt Micha, wie der das empfiehlt. Und zwar 2-3 Tage vorher öffnen. Also ich habe die Flasche ja gestern geöffnet und ein Tuch drüber gelegt. Ich habe es natürlich dann aufgrund der aktuell warmen Temperaturen ich hatte dann so ein bisschen Bedenken, das wirklich ewig zu lassen. Hab das Tuch mal aufgemacht und immer wieder mal gerochen und dann aber irgendwann auch wieder den Korken drauf, weil ich hatte irgendwie Bedenken, wenn zu viel verfliegt oder so, weiß auch nicht. Und jetzt schenke ich mir erstmal ein. Ich habe schon immer wieder dran gerochen, ne? Wunderschöne Fruchtnoten, wunderschöne. Ich sag danach, was er riecht. Ne? Ja, die Flasche aus Keramik. Ach, das Licht ist ja wieder so stark, dass man es gar nicht erkennen kann, was er also für. Ja, die ist auch wunderschön gemacht, spiegelt sich wunderbar. Ne? Ja, Batch Nummer 2 und. Was hat er? 43%. Ja, gehandelt wird er eigentlich so um die 300 Euro. Und aber teilweise bis zu 600 Euro ist er schon irgendwo zu finden. Und naja, bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Es wird viel diskutiert über diesen Whisky, denn viele waren gar nicht so begeistert vom Batch 1. Ich weiß jetzt nicht, ob das Batch 2 dann auch anders ist. Ich habe keinen Vergleich. Würde mich ja nochmal interessieren, falls jemand schon Batch 1 probiert hat. Von der Entstehung her ist es so, Glenfiddich hat ja seit einigen Jahren so Experimente gemacht mit verschiedenen Fässern. Und irgendwie sind die natürlich, wenn da die ganzen Brand Ambassadors kamen, also beim Experiment Nummer 2 zusammen und jeder hat sein Lieblingsfass aus dem Warehouse rausgeholt und da ist dieses Experiment Nummer 2 20, also das sind zwei römische Zähnen auf der Flasche. Habe ich schon leer, ist leider nicht, dass ich es herstellen konnte. IPA war Nummer 1, also im Bierfass gelagert. Und die Nummer 2 war ein sehr guter Whisky. Nummer 1, naja, war ein bisschen schwierig, der hatte auch 43%. Hätte ein bisschen mehr Kraft vertragen, der kam ein bisschen leicht daher, ein bisschen dünn, wenn man es direkt sagt. Und bin jetzt mal gespannt, was bei dem hier ist. Wie gesagt, es ist schwierig, ohne Vorurteile ranzugehen, weil er, wie gesagt, so oft schon diskutiert wurde. Und ja, wollen wir sehen, was da kommt. Jedenfalls, als die ganzen Brand Ambassadors zusammen waren, haben sie dann wahrscheinlich auch überlegt, was könnten wir denn noch für Whiskys Experimente machen. Und es gab noch nie Whiskys, die in Eisweinfässern gelagert sind. Es gibt verschiedene Wood Finishes und es ist vielleicht mal was anderes. Und da hat die Brand Ambassadorin, die Beth heißt sie mit Vornamen, Nachnamen fällt es mir nicht ein, also Glenfiddich, Kanada Ambassador Beth, erwähnt, dass es dort also ein Weingut gibt, was sich komplett nur auf Eiswein spezialisiert hat. Und zwar, die Entstehung war so, das sind Ungarn, die ausgewandert sind nach Kanada, die aber schon immer Wein angebaut haben und dann gemerkt haben, Mensch, vielleicht können wir denn dort auch Wein anbauen und aufgrund vom Klima und von der Kälte, die natürlich in Kanada vielleicht früher eintritt als bei uns, macht man Eiswein und hat sich darauf spezialisiert. Wie das Weingut heißt, weiß ich jetzt nicht, es ist jedenfalls in der Nähe von Niagara und ja, das war sehr interessant,
Einmal kann ich euch empfehlen, schaut mal nach, wie die Brand Ambassadorin aussieht. Also für Männer, die auf Frauen mit Holz vor der Hütte stehen, wenn ihr versteht, was ich meine, ist das eine Augenweide, diese Brand Ambassadorin. Und ich verfolge sie also auch auf Instagram. Also immer schön, was da alles so gepostet wird. Ein bisschen, okay, ich verfolge ihn nicht. Vielleicht macht es ja auch unser deutscher Brand Ambassador, der Markus Heinze, den ich kennenlernen konnte im Nachbarort beim Tasting von meinem Freund Lutz. Da hat er eben auch viele Sachen von Glenfiddich mal so erzählt. Also es ist wirklich schön und hat sich die Zeit genommen für, sag mal, so ein Provinz-Tasting. War eine schöne Sache. Ja, jedenfalls ist es so entstanden und der Master, Brand Master oder Master Distiller Brian Kinsman hat gesagt, okay, das schaue ich mir vor Ort an und ist also wirklich nach Kanada geflogen, hat mal geschaut, wie die den Wein produzieren, wie der schmeckt und hat also selber mit geerntet, so ist jedenfalls die Geschichte. Bei minus 10 Grad und Winterstürmen werden diese gefrorenen Früchte ja geerntet. Und da wird dieser Eiswein draus gemacht, denn das ist irgendwie mit dem Zucker, der Zuckergehalt ist da viel höher. Und wer schon mal einen Eiswein probiert hat, oder es wird ja auch immer in kleineren Flaschen abgefüllt, und Eiswein ist auch immer einer der teuersten Weine, die ich persönlich kenne. Also jedenfalls sind die immer teurer als normale Weine. Und ja, das sind richtig schöne, süße. Ich möchte fast sagen Likörwein, aber ich will jetzt Weinkennern nicht zu nahe treten. Vielleicht sagt man das gar nicht so dazu, ich weiß es jetzt nicht genau. Jedenfalls ist es ein sehr süßer Wein. Und er hat eben auch festgestellt, welche Früchte sich am besten eignen. Und deswegen heißt Experiment Nummer 3. Es wird erzählt, dass auch wirklich viele Whiskys, also mit vielen Whiskys experimentiert wurde. Und dass er da freie Hand hatte von der Familie Grant. Und er hat also festgestellt, also, dass also Whiskys, die wirklich länger gereift sind, und die also eine richtig starke Eichenwürze haben, sich sehr gut mit dem vertragen, besser als jüngere. Und zwar die Abstimmung der Aromen. Und ja, das ist also die Geschichte, die dahinter steckt, warum man da hier den 21-Jährigen genommen hat. Jo, wir wollen dann mal sehen, ob sich das gelohnt hat. Wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, was mich hier erwartet, aber es geht euch wahrscheinlich ähnlich so, denn das ist eine Flasche, die nicht jeder bekommt, obwohl das Batch 2 jetzt irgendwie 9000 Flaschen hat. Wie viele nach Deutschland kommen oder wie viel ihr da in unseren umliegenden Ländern vielleicht einkauft in den Online-Shops, das werden wir schauen, wie vergriffen der ist. Begehrt ist er auf alle Fälle. Ich habe das nur kurz gepostet auf Facebook, dass ich die Flasche habe und habe sogar aus Holland Anfragen bekommen. Ob sie den Rest haben können, aber wie gesagt, die Flasche können sie nicht haben. Die ist ja schon für einen Abonnenten hier reserviert. Was gibt es noch zu Glenfiddich zu sagen? Glenfiddich ist natürlich ganz klar eine der berühmtesten Marken im Whisky-Bereich und auch für speziell für Freunde des Single Malts ist es ein Muss, einen Glenfiddich mal zu probieren. Leider wird manchmal ein bisschen komisch diskutiert, aber ich sage mal ganz ehrlich, einen 12-Jährigen oder einen 14-, 15-Jährigen Glenfiddich, den kannst du immer auftischen, da machst du nichts verkehrt mit. Ist auch preislich her sehr human, was da kommt. Auch die anderen Experimente, die No-Names sind ganz gut. Nur dieser hier ist halt relativ teuer. Glenfiddich ist von der Familie Grant gegründet worden 1886 und zu Weihnachten 1887 floss also der erste Whisky aus den Brennblasen. Und die große Zeit der Glenfiddichs ging eigentlich los 1963, als Glenfiddich gesagt hat, naja, warum, wir haben so guten Ausgangsstoff, der wird immer für die Blends verwendet, warum vermarkten wir den nicht so pur, wie wir ihn aus unserer Destille haben? Und da ging es los, dass also jemand der Familie Grant, ich weiß den Namen jetzt nicht, also losging und natürlich hauptsächlich im großen Whisky-Markt Amerika den vermarktet hat und rumgezogen ist und jeden da probieren lassen hat und sagt, probier doch mal meinen Whisky. Und deswegen, und da ging das eigentlich los mit den Single Malts. Vorher war es eigentlich immer Blends,
Und da ging der Siegeszug der Single Malt los. Und das ist ja das, was wir Connoisseure nicht mögen. Whiskys auch mit Ecken und Kanten, die nicht unbedingt immer nur ganz harmonisch sind, sondern die eben manche ein bisschen Power haben, manche ein bisschen mehr Würze, manche mehr Süße. Also das ist ja das eigentlich das Schöne, wo du sagst, du stehst dann vor deinem großen Regal zu Hause und sagst, auf was habe ich heute Abend mal Lust? Und wenn die jetzt alle gleich schmecken würden, wäre es ja egal, was man sich einschenkt. Jeder hat halt so bestimmte Sachen, Geschmacksrichtungen, wo man dann sagt, aha, gut, nehme ich dann jetzt den oder nehme ich den, der ist süßer, der ist so. Und manchmal hat man auch Erinnerungen und muss die mal wieder auffrischen und dann ist man überrascht, dass man vielleicht doch nicht mehr ganz so richtig lag, denn die Erinnerungen verblassen ja. Übrigens mit den Experimenten, wie es bei Glenfiddich ist, wer jetzt damit angefangen hat, ist mir auch egal. Da drehe ich auch mal noch ein Video drüber. Das gibt es mittlerweile auch bei den Blends. Deswegen fällt mir gerade jetzt im Erzählen ein. Bei Johnny Walker. Hier hinten im Regal seht ihr den Johnny Walker. Das ist Experiment Nummer 7 mit Sherryfässern. Ich habe auch noch 5 und 6 da. Das eine ist mit Rumfässern. Das andere ist mit speziell ausgetoasteten. Da heißt, glaube ich, irgendwie Mokka oder weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Aber Video kommt. Aber wir bleiben ja heute bei Glenfiddich. Glenfiddich ist eine große Destillerie und produziert nur Single Malt. Produzieren 10 Millionen Liter, haben also 11 Wash Stills, also für den ersten Brennvorgang, und 18 Spirit Stills, also für den zweiten Brennvorgang. Das heißt also 29 Brennblasen. Und ich glaube, ich habe die Information irgendwo gehört, dass aufgestockt wird, das heißt also weiter angebaut wird oder damit mehr produziert werden kann. Zu Glenfiddich, nur mal zur Information, gehören auch noch die Destillerien Balvenie und Kininvie. Ob ich es richtig ausspreche, weiß ich jetzt nicht, aber das sind die zwei weiteren Destillerien, die eben zur Familie Grant gehören. Und ich glaube noch, ach, in Irland haben sie sich, glaube ich, jetzt auch beteiligt oder selber was gemacht. Ah, da bin ich jetzt nicht ganz aktuell. Na gut. Jedenfalls widmen wir uns jetzt diesem Winterstorm. 21 Jahre alt, gelagert 21 Jahre lang nur in amerikanischen Eichenfässern. Das ist auch eine Besonderheit, wie ich von Markus Heinze erfahren habe. Denn normalerweise verwendet Glenfiddich ja auch immer europäische Eichenfässer mit. Und hier hat man aber 21 Jahre lang nur in amerikanischen Eichenfässern gelagert. Und was es für welche sind, ob jetzt First Fill oder Second Fill, ist ja auch egal. Jedenfalls kommt da eine schöne Eichennote mit rüber, bin ich mal gespannt. Aber müsste eigentlich auch ein bisschen Vanille und ein bisschen cremige Variante kommen. Und dann werden eben diese 4 Monate nur noch gefinisht in, also der Whisky nur noch 4 Monate gefinisht in diesen französischen, also europäischen Eichenfässern, französischen Eichenfässern, in denen dieser Eiswein aus diesem Gut in Kanada lag. Tja, was gibt es da noch zu sagen? Ja, kurz 4 Monate ist Finish, ist jetzt nicht so lang. Aber es soll ja angeblich ausreichen, um da Geschmack reinzubekommen. Und ich kann das so ein bisschen nachempfinden, denn ich war ja dieses Jahr im Mai bei Glenallachie. Und da haben wir mal einen probiert, der jetzt zum Beispiel nur 4 Monate, oder nee, der war 2 Monate im Moscatel-Fass, in frischen Moscatel-Fässern. Hat schon wunderschöne Fruchtnote im Aroma gehabt. Ich konnte nicht probieren, weil ich Fahrer war. Habe es aber mit nach Hause genommen, also ist schon schön der Geschmack. Und wir haben auch Tawny Port oder Ruby Port Finishes probiert, die eben alle erst 2 bis 4 Monate drin waren. Und das, muss ich sagen, war schon Erlebnis. Was mir nicht so gut gefallen hat, da gibt es noch irgendwie einen, da wurde auch in Rye-Fässern nachgelagert von der Distillery Koval oder Koval oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das war schon fast zu kräftig. Also es kann also wirklich nach kurzer Zeit schon viel Aroma abgegeben werden. Und jetzt, ja, im schönen Glenfiddich-Glas, ich weiß nicht, ob man das erkennt, widmen wir uns mal diesem Winterstorm.
Man muss dazu sagen, die Außentemperaturen heute sind relativ warm, also hier im Zimmer. Sechs. Ja, im Zimmer habe ich 25 Grad. Das könnt ihr im Winter vielleicht auch, wenn ihr es irgendwo in der Nähe vom Kamin habt, da wird es auch so warm. Aber die Außentemperaturen draußen sind ja heute über 30 Grad. Ja, jedenfalls kommt hier schon, obwohl er nur 43% hat, auch eine leichte Alkoholnote hoch. Und wunderschöne Süße. Und ich habe schon immer wieder mal, wenn ich gestern, ich hatte ja gestern schon geöffnet, immer mal das Tuch weg und schon gerochen. Linke Nasenseite, rechte Nasenseite. Und ich war immer der Meinung, dass ich hier einen Apfel drin habe, einen süßen Apfel. Und das hat mich an was erinnert, an ein Video, was ich vor kurzem erst gedreht habe. Hier oben steht der Whisky. Der Longbourn, der hat ja auch einen Apfel drin gehabt, aber der hatte zum Beispiel so grüne Äpfel drin. Ich habe das gleich, als ich das gerochen habe, gesagt, oh, Apfel hatte ich erst vor kurzem. Gleich wieder verglichen. Grüne Äpfel bei denen, süße, reife Äpfel, kandierte Äpfel, Bratäpfel oder sowas, kam schon aus der Flasche hervor. Und das hat mich erinnert an ein Video eines 22-jährigen Ben Rias, und zwar des Darkroom Finish. Den habe ich hier dahinter stehen. Ich zeige ihn euch nachher noch. Damals war die Beschreibung so, dass man Birnen bestreuselt mit kandiertem Barley, also mit kandiertem, Englisch kann ich sagen, mit kandierter Gerste. Das kommt bei uns eigentlich nicht vor, das macht ja keiner, das habe ich damals so gesagt beim Video. Aber der hat mich da so an diese Süße so erinnert, so ein bisschen malzige Süße und Frucht. Und das habe ich jetzt hier auch wieder. Ich habe hier Äpfel. Ich habe hier sicherlich auch eine leichte Weinnote, die von dem Eiswein kommt. Aber wie gesagt, ich kann das auch immer wieder mit wunderschönen süßen Äpfeln und Birnen assoziieren, und das gehört ja so zu Benriach. Ach so, was ich hier auch noch machen wollte: Mein Freund Miro hat mir gesagt, André, am besten nimmst du immer Glencairngläser, obwohl der hat jetzt noch irgendwie ein neues Glas, das habe ich mir noch nicht besorgt. Aus denen riechst du die meisten Whiskys immer noch ein bisschen anders. Deswegen schenke ich mir gleich mal noch ins Glencairnglas ein. Also das sind die etwas massiveren. Kennt ihr ja von vielleicht anderen Destillerien, von anderen Videos. Und hier, siehe da, hier ist die Alkoholnote nicht so stark. Habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Hier kommt jetzt wirklich nur eher die Süße. Hier kommt mehr die Malznote und die Apfelnote. Es gibt schon bei diesen beiden Gläsern Unterschiede im Geruch. Also es wird also wirklich Zeit. Lutz, die Aufforderung an dich: Wir müssen uns Zeit nehmen, weil Lutz hat noch ein paar mehr Gläser. Also extreme Gläser, die ich nicht so habe. Wir müssen unbedingt testen, aus welchem Glas ein Whisky die meisten Aromen freigibt. Naja, also sie sind beiden sehr schön. Obwohl er hier im Glencairnglas, muss ich ehrlich sagen, ohne Alkohol einfach nur Süße und Äpfel herüberkommt. Naja, so langsam gleichen sie sich an. Aber ich kann hier wirklich näher mit der Ra Nase rein. Und ja, vielleicht gewöhne ich mich jetzt auch langsam an den Alkohol. Naja. Tja. Im Hintergrund, also hier habe ich immer mehr Früchte noch mit drin. Beim Glencairnglas hatte ich jetzt irgendwie den Eindruck, als ob ich jetzt schon mehr diese Würze spüre.
Aber es ist noch irgendwas Herbales hier mit dabei. Also Fakt ist, dass ich jetzt eher Richtung Honig noch komme. Nicht nur kandierte und eher so gesetzte, reife Früchte. Trauben würde ich jetzt sogar wirklich mit assoziieren. Aber es ist klar, beim Eiswein, dass da so gewisse Traubenwürze mit reinkommt, ist verständlich, ne? Und überraschend, also ihr werdet es nicht glauben, ja. Ich bin jetzt selbst überrascht. Ich habe hier, obwohl das Glas ja, man würde sagen, ähnlich ist, obwohl es ja nur ein bisschen breiter ist von der Öffnung und das hier oben eher zusammengeht. Mich wundert es, ich habe hier habe ich immer wieder die Alkoholnote, also wirklich stärker in der Nase, die hier fehlt, vielleicht weil ich weniger eingeschenkt habe. Ich versuche jetzt wirklich die Ursachen zu betreiben, zu finden, Ursachenforschung zu betreiben. Naja. Ja, kommt mir hier echt immer stärker vor. Na gut. Aber wunderschöne Honignoten noch mit drin jetzt. Und irgendwelche floralen Sachen. Herbal, so ein bisschen Klee. Wie frischer Klee habe ich noch? Also von der Nase her muss ich schon mal sagen. Bisher gut geworden. Bisher wirklich gut geworden. Und jetzt steht ja hier. Slangewa. Oder Slange, Freunde. Hier kommt die Würze relativ schnell beim ersten Schluck. Du merkst zwar diese Süße, aber nicht so wie in der Nase. Aber du merkst hier so Trauben, die viele Kerne haben. Also ich weiß ja, in meiner Kindheit, ich war nie ein Freund so großartig von Weintrauben, weil die Kerne immer so bitter waren, wenn du drauf gebissen hast. Heutzutage gibt es ja welche, wo du fast keine Kerne mehr drin hast. Aber diese Würze kommt hier von der Eiche. Wunderschön. Und dann legt sich's an den Gaumen. Aber die Süße, die du hier vermutest, von den Birnen, von dem Malz, ist noch nicht da. Also im zweiten Schluck hast du noch was Frisches mit dabei. Frischere Früchte. Ja, da hat man sich an die Würze vielleicht schon gewöhnt. Oder soll es wirklich jetzt das Glas schon wieder ausmachen? Ich werde noch verrückt, was das alles ausmacht. Also im Geschmack hast du nur eine leichte Süße. Immer wieder die Würze. Und was mich wundert, also die Beschreibung war ja oftmals mit Litchi. Also die Süße, die von Litchi-Früchten kennen, oder von dem Litchi-Saft, die finde ich hier gar nicht. Deswegen kann ich also sagen, ich persönlich, jeder kann das anders herausschmecken, ich persönlich merke hier nichts von Litchi. Aber ich merke hier wunderschöne Weinaromen, kräftigen Wein. Die Süße in der Nase, im Geschmack aber vielleicht aufgrund der Temperatur viel mehr Würze.
absolut kräftige Würze. Und eine leichte Süße. Ganz langer, schwerer Abgang. Ölig, ganz ölig. Also ich muss sagen, es schmeckt mir wirklich gut. Nach dem, was ich vorher gehört habe, ich hatte auch die Empfehlung, schraub mal deine Erwartungen runter. Oder auch von anderen Freunden, die also den Batch 1 hatten, die dann gesagt haben, ja, für das Geld, damals Batch 1 irgendwie 350 war Normalpreis, irgendwie 400, 500 Euro sind die Flaschen verkauft worden. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen da gab beim Batch 1. Ne? Batch 2 gibt es jetzt irgendwie 9000 Flaschen. Deswegen denke ich mal, dass er, oder hoffe ich natürlich für alle, die ihn gerne probieren wollen, dass er im preislichen Bereich so bleibt, dass ihr sagt, den leisten wir uns. Tja, Freunde. Also ich kann verstehen, dass man sagt, muss man dafür 300 Euro verlangen? Muss man dafür vielleicht noch mehr verlangen? Der Ursprungspreis der Destillerie war 199 Pfund. Das heißt umgerechnet eben 240 Euro oder 200, also zwischen 220 und 240 Euro, je nachdem wie der Kurs zum Pfund immer steht. Ist schon für einen 21-Jährigen klar ziemlich teuer. Über 200. Jetzt müsste man den mal vergleichen mit dem 25-jährigen, mit irgendwelchen 25-jährigen, meinetwegen Highland Park oder Glen Allachie hatte ich neulich oder was habe ich jetzt hier noch stehen, die ich als Vergleich allein von der Nase her, ich habe ja gestern immer gerochen. Nehmen wir mal unseren Hirsch hier rüber. Von der Nase her und als Alternative, aber ca. 100 Euro günstiger ist der Benriach Dark Rum Cask. Und empfehlen kann ich euch aber einen meiner Lieblinge, der von der Nase her, von der Frucht her und vom Preis her auf alle Fälle mit dem Glenfiddich mithalten kann. Moscatel Cask Finish. Also wer von euch jetzt da nicht zum Zuge kommt, es gibt also Alternativen, die nicht schlechter sind. Natürlich möchte man gerne mal diesen im Eisweinfass gefinischten mal probieren. Ich versuche immer noch irgendwelche Aromen, die mir nicht ganz klar sind, herauszufiltern. Also im Glenkernglas hat er weniger Alkohol. Und das wundert mich, weil das ja eigentlich relativ breit ist. Und er hat nur 43%. Also ich muss jetzt wirklich dem Brian Kinsman da recht geben, also ein Master Distiller. Die 43% sind hier vollkommen ausreichend. Stellt euch vor, der hätte viel mehr, der hätte meinetwegen 47 oder 48%. Da wäre die Eiche noch stärker durchgekommen. Also das hat er wirklich gut abgestimmt. In dem Fall gut abgestimmt. Vielleicht hätte man ja noch 2 Monate länger in dem Eisweinfass lagern können, sodass die Süße vielleicht noch ein bisschen stärker an den Whisky rankommt, auch im Geschmack. Nun gut, also wirklich guter Glenfiddich. Preis, Entschuldigung. Preis, ganz klar, ziemlich hoch. Er würde es eigentlich, wenn ich den jetzt mit dem Benriach vergleiche,
Würde das mit 100 Euro weniger, also normal wird er wahrscheinlich gehandelt für knapp 300 Euro. Ne? Also für 180 kriegt man die anderen 160, also für unter 200 wäre es auch gerechtfertigt. Ne? Also das muss man schon sagen, aber ich merke ja allein durch meine Post, dass also das Interesse auf alle Fälle da ist. Man möchte es probieren und ja, dann wird halt probiert, was man dafür verlangen kann. Aber wie gesagt, was ich schon mal gesagt habe, ein 25-jähriger Highland Park, der vor Jahren auch noch 250 gekostet hat und jetzt für 400 gehandelt wird, finde ich auch nicht gerechtfertigt. Und es wird immer oftmals dafür bezahlt. Gut, es sind noch ein paar Jahre länger, aber ich muss echt sagen, für die Aufmachung, für die Idee, die dahinter steckt, für den Aufwand. Es ist ja doch Handwerk. Ach, ich will hier keine Preisdiskussion führen, weil ich kann den sowieso nicht verkaufen. Dafür gibt es zu wenig für uns Mini-Händler. Wer die Chance hat, den zu probieren, wünsche ich viel Spaß damit. Und wie gesagt, für alle anderen, ihr braucht nicht traurig sein, es gibt Alternativen. Wie gesagt, lege ich euch immer mein Benriach, 22 Jahre Muscatel Cask Finish ans Herz. Also wunderbare Alternative und ich sag mal so grob ca. 100 Euro weniger. Viel Spaß damit, bleibt gesund und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, auch wenn es jetzt diesmal wieder ziemlich lang geworden ist. Aber Whisky-Genuss, da muss man sich Zeit nehmen und ich kann das auch wirklich nicht in 10 Minuten abarbeiten. In dem Sinne, bleibt mir gewogen, empfehlt mich vielleicht weiter. Bis demnächst, bleibt schön gesund. Euer André.